Weiter geht's hier bei Pokémon. Wir sind in Rayona City angekommen. Und ich würde sagen, wir erkundigen jetzt mal ein wenig die Stadt. Aus der Prüfung. Tun wir nicht. Das wird für später noch wichtig, aber nicht jetzt. Das sind so Bonus-Sachen, wo man... Genau so Kampfmetro, wo man beispielsweise gegen... Ja, also wer Pokémon kennt, der weiß, es gibt sowas wie den Duellturm und so weiter. Da kämpft man über mehrere Ebenen gegen Trainer und am Ende kriegt man Preise, aber das kann ich jetzt auf Level 20 natürlich noch nicht machen oder Level 30 oder was wir jetzt sind. Das ist was fürs Ende des Let's Plays, sag ich mal, nach der Liga, so Bonusgedöns. Wenn du Pokémon Kämpfe magst, bist du in Rayona City genau richtig. In vielen Gebäuden findest du Trainer, mit denen du dich messen kannst. So, okay, hier haben wir wieder zwei Häuser. Was die beiden hier zu sagen haben. Stratos City ist der Dreh- und Angelpunkt der Finanzwelt. Und wenn man sich vergnügen will, ist Rayona City die erste Adresse. In allen tummeln sich ganz viele verschiedene Menschen und Pokémon. Und durch den steten Zustrom von beiden wird die Region immer geschäfiger. Hast du dir das Musical angesehen, das eigene Pokémon auf einer solchen Bühne zu erleben? Schon ein bewegendes Ereignis, was? Es lässt sich kaum in Worte fassen. Hey, du wirst es sicher mal erleben, was es heißt, richtig stark zu sein. Und hier kriegen wir Stärke, cool. Ein Pokémon, das Stärke im Kampf einsetzt, muss nicht mal im Kampf Stärke einsetzen, um Felsbrocken zu verrücken. Wenn du es an meinen großen Brocken versuchen willst, empfehle ich Route 16. Mit einem kräftigen Hauruck geht alles. Lass mal vor allem Sklave auch gleich beibringen. Da. So, dafür haben wir den ja. Kann er gar nicht erlernen, leck mich am Arsch. Brauche ich wieder neuen VM-Sklaven, ich fasse es nicht. Jeden Tag zur selben Zeit beginnen die Baseball-, Fußball- und Football-Spiele. Wo? Im Sportstadion, ist doch klar. Na sowas, sieh mal einer an. Dein Glurak scheint dich ja richtig ganz zu haben. Das ist so rührend, da habe ich doch glatt was für dich. Die Sanftglocke. Gib beim Pokémon die Sanftglocke und es wird noch zutraulicher. Ja, das steigert dann natürlich auch die Stärke von Rückkehr. In der Sporthalle finden sowohl Basketball als auch Tennismatches statt. Je nachdem, ob mir halt dann auch schon auf die anderen Routen können, kann ich auch schon Pokémon fangen. Wird sich dann zeigen. Schillernde Pokémon leuchten angeblich anderen Farben auf, wenn es aus dem Grasbüsch oder so hervorspringt. Oh ja, so ein Shiny-Legi hätte ich jetzt auch gern. Aber ich habe noch nie, wenn ich Pokémon gespielt habe, Shiny getroffen. Also ich hatte bisher immer Pech in meinem Leben. Das empfindet man ja generell nur in jedem 10. Durchspielen. Aber ja, ich hatte das Glück auch noch nicht. Oder vielleicht mal als kleines Kind, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Schillernde Rockheimon? Welchen Farbton die wohl haben mögen? Also die Shinies sind halt extrem selten. Ich finde Rayona City strahlt beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die Sonne. Passend dazu solltest du mir jetzt das von mir bekommen. Ein Sonnenstein. Okay. Ein Sonnenstein löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Ich habe meinem ein Lilminib gegeben. Wenn ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen ist, sich entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht seine Bindung zu dir. Wenn man ein Pokémon entwickelt, macht es eine große Veränderung durch und wird grundsätzlich natürlich stärker. Entwickelt man es nicht weiter, merkt es sich dafür umso schneller neue Attacken. Ja, das ist bei manchen Pokémon halt ein bisschen blöd. Es gibt auch Pokémon, die sind so dreist, die erlernen Attacken, die gut sind, aber in der weiterentwickelten Form erlernen sie diese Attacken nicht mehr. Da muss man zwingend warten mit der Weiterentwicklung, bis das Pokémon auf dem jeweiligen Level ist und die eine Attacke erlernen kann. Das ist bei vielen Pokémon der Fall. Ein Zugfahrt, die ist lustig. Nimm in der Weichenstation nach den Zug nach Ferula und genieße die schöne Aussicht, die sich während der Fahrt bietet. Was bist du für einer? Sportler legen vor allem Wert auf das gute Zusammenspiel mit dem Pokémon. Gehe zum Sportstadion und zur Sporthalle, da siehst du, was ich meine. Ja, da kann man sogar kämpfen. Ich würde allerdings wissen, ob ich hier links dann noch ein Pokémon fangen kann, wie gesagt. All die Straßenkünste auf Route 5. Wenn ich sehe, was für einen Spaß die Trainer mit dem Pokémon haben, bekomme ich einen richtigen Energieschub. Was haben wir hier? Sporthalle. Oh. Ach komm, nerv mich nicht. Ich komme gerade aus dem Musiktheater, das war wirklich total schön. Komm schon, Kisuke, das musst du dir ansehen. Hier entlang. Ich... Du bist so eine dumme Gans, ohne Witz, ich hasse dich. Ja, wie weit wirst du mich noch von meinem Tier wegschleppen?
Da sind wir auch schon, lass uns reingehen. Frag mich halt nicht mehr. Wir sind ja wie in einem Ballettsaal. Und? Der Wahnsinn, oder? Hallo zusammen, sehr erfreut, wirklich. Willkommen in meinem Musiktheater. Also ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei faminösen Trainern aus. Pokémon mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken, nennt man Deko-Spaß. Probier es doch mal, ja? Dazu braucht ihr natürlich eine Deko-Box. Hier, bitteschön. Ja, das sind quasi die Pokémon-Wettbewerbe. Kennt man auch schon aus der anderen Edition. Ja. In der Deko-Box findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Ich will dir doch zunächst mein Pokémon aus. In diesem Sinne auf die Deko fertig los. Are you serious? Was ist das für ein Shit? Du kannst deine Pokémon kostümieren, indem Kostümierer jetzt oder mag auch Gott. Liste für die Ziel. Hä? Ja, hier, komm. Was zum Teufel? Ja, hier, komm. Ist doch okay. Ja. Schon lange. Ich wollte das gar nicht machen. Das Gedöns da. Was ist das für ein Shit? Bravissimo, ihr habt beide wirklich einen ganz ausgefeilten Modegeschmack. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn ihr bald beim Musical mitmacht. Alle Informationen dazu halte ich an der Rezeption. Also, ich sehe das Ergebnis eurer Arbeit dann auf der Bühne. Nein, tust du nicht. Und du lässt mich gehen, verstanden? Was mache ich nur, was mache ich nur? Das Musical reizt mich so sehr. Aber es gibt noch so viele andere Attraktionen hier. Ich habe mich entschieden, ich mache erstmal eine kleine Stadtbesichtigung. Bis später. Unnötig. Jetzt hast du mich wunderbar... Alter! Papa, was machst du denn hier? Na was wohl, ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt und du bist wirklich weit gekommen. Aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Kisuko und dem Pokémon meine Reise fortsetzen. Nichts da, jede Reise ist einmal zu Ende und daheim ist daheim. Aber ich bin nicht wie du, Papa. Setz deine Reise noch fort, meine Kleine. Was soll das? Ich bin ihr Vater, was möchten Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arena-Leiterin von Rayona City und außerdem noch Model. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit oft auch ihre Meinungen. Und manchmal können einen die Meinungen anderer ziemlich verletzen. So ist es und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass... das auch gut so ist. Und keine Angst, Bell ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Oh, wunderbarer Pokémon. Bitte, Papa. Ich weiß, dass du dich um mich sorgst, weil Schlimmes auf der Welt passiert. Aber es gibt so viele gute Menschen und zusammen mit dem Pokémon bin ich auch stärker geworden. Du hast ja recht. Wenn es stur von dir ist, auf einer Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, sie dir zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskopf von uns beiden. Es bedurft der Worte einer Arena-Leiterin, damit ich das erkenne. Bell, wenn du es wirklich tun müsst, dann ist das auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Kisuke, pass bitte gut auf Bell aus. Auf. Papa, sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ganz bestimmt war er früher ebenfalls ein Trainer und viel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen? Ich wollte doch nur helfen. Also, meine lieben Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderung eure Reise mit sich bringt. Sie ist so cool. Ich will später auch mal eine tolle Frau wie Camilla sein. Was wohl einmal aus mir werden wird. Wie auch immer, zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Kisuke. So, darf ich jetzt bitte Dankeschön? Meine Fresse. Ich bin immer ganz aus dem Häuschen, wenn ich nach Rayona City fahre. Das ist so eine aufregende Stadt. Hey. So, endlich. Hoffentlich kann ich jetzt auch schon Pokémon fangen. Ich frage mich gerade, wer schreibt eigentlich diese Nachricht auf die Leuchtschriftanzeigetafel? Gute Frage. Und tatsächlich, Route 6. Und dann, ja, hier können wir was fangen. Und es ist. Oh, ein rosa Rate. Das ist cool. Das nehme ich. Das ist nice.
Ja. Gleich 10 Hyperbälle, wow. Ja komm, dich will ich im Team haben, Roserade, du bist cool. Nur du wirst gleich zumindest bei dir auch sowas wie Schlafbruder und sowas spielen. Ernsthaft jetzt. Und der kann schon mega sauber. Oh, geil, geil, geil. Okay, das Roserade will ich auf jeden Fall haben. Vor allem jetzt, wo es mega sauber kann. Komm, bleib im Ball, please. Mach mir jetzt keinen Ärger. Geht doch. Wunderbar. Okay, neues Teammitglied Roserade. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Pflanze Gift. Nehme ich. Roserade ist cool. Ist zwar nicht ultimativ stark, aber cool. Pokémon der vierten Generation. Finde ich cool. Lockduft. So, Wesen Ernst. Was hat er für Werte? Den verdammt hohen Spezialangriff. Halt bei Ausdauer Statusprobleme. Oh, auch geil. Giftstachel, der Megasauger auf jeden Fall. Zauberblatt, auch geil. Ja, das ist geil. Megasauger, Zauberblatt. Ja. Machen wir so, mal schauen, ob wir dem jetzt noch irgendwas beibringen können. Kann der irgendwas erlernen? Rückkehr nützt mir nichts, also ich brauche bei ihm auf jeden Fall spezielle Attacken. Kannst du eventuell eine Käferattacke? Wäre halt gegen Undicht-Pokémon gut. War so nicht wirklich zu... Nee, kann ich. Okay, dachte ich mir schon. Strauchler, Zertrümmer... Ich bräuchte für sie halt spezielle Attacken, aber kriege ich nicht. So, machen wir jetzt hier auf der Route weiter oder nicht? Ich habe halt keine Ahnung. Geht halt schon ziemlich ab, aber da müssen wir dann nachher eh weiter. Ja. Wir machen hier noch nicht weiter, wir drehen um. Darum können wir uns später kommen, wobei das Item dahin können wir uns ja noch holen. Ja, komm. Das Item können wir noch holen. Sieht mal noch den Trainer hier oder die Trainerin. Und dann geht's zurück zur Stadt. Dann wollen wir rechts auf die Route auch schon kommen. Ein Hornliu, ja, das ist natürlich kein Gegner. Okay. Roserade ist geil. Roserade ist echt geil. Zauberblatt. Kann auch schon ganz coole Attacken eigentlich. Ja, das macht mir aber nicht allzu viel. Megasauger. Kriege ich immer schön KP wieder zurück. Kommen wir mit Giftstachel. Natürlich ein Crit. Was soll es denn auch sonst gewesen sein? Ja, fast. Kommen wir nochmal mit Käferbiss. Und verrecke. Zauberblatt kann man nicht ausweichen, die Attacke trifft immer, egal was er macht, da kann er seinen Fluchtwert noch zu sehr steigern. Finde ich auf jeden Fall cool. Also ich sollte dem Roserade eventuell noch irgendein Item geben. Moment, habe ich was das Pflanzenattacken verstärkt? Irgendwas das Pflanzenattacken verstärkt, geh mal hoch da. Wie habe ich das nochmal geordnet? Ah, so. Flinklauer wäre auf jeden Fall schon mal eine Idee. Verstärkt KP stehende Attacken wäre halt gut für Megasauger. Hab ich nicht was, das generell Pflanzenattacken verstärkt? Doch. Ein Zahnvoll Lebenshafte. Nehmen wir. Nicht Müll, nicht Müll, nicht Müll. Ich sagte geben. So. Kommt wieder ein Pokémon. Mit dem ich aber nichts anfangen kann. Flucht. Und wir finden hier noch einen Superball, okay. Wisst ihr, warum ich jetzt gewechselt habe? Wenn jetzt hier noch ein Pokémon kommt, ein wildes,
und mir mal nicht fliehen können und dann eine Attacke einsetzt, die effektiv gegen Roserade ist, dann stirbt er mir, weil ich den jetzt nicht extra geheilt habe. Und unten ist halt ein Pokémon-Center, von daher bringt die Heilung mir nichts. So, wunderbar. Schauen wir, wie lange Roserade mitmacht. Ich hoffe ja lang, aber ist ja nie so sicher, ne? Also ich bin gespannt, ob wir jetzt auf die andere Route auch noch kommen und dann Pokémon fangen können. Wenn nicht, ist auch egal, aber wäre schon mal vorteilhaft. Und danach machen wir die Stadtbesichtigung weiter. Ich mir aber erstmal heilen. So, heil mich. Ich kann die zweite TM, die ich wollte, aber noch nicht kaufen, oder? Wie viel Geld habe ich denn gerade? Sicher nicht immer mein Geld? Ah, da. Hab nicht genug, nicht mal ansatzweise. Ich brauche 10.000. Okay. Schauen wir mal, ob wir auf der anderen Seite noch was finden. Das müsste ja theoretisch ein bisschen irgendwo weitergehen. Oh, N. Du suchst die Plasma. Sie haben sich in das Innere des Vergnügungsparks geflüchtet. Folge mir. Ich komme heute irgendwie nicht so wirklich voran. Weit und breit niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad. Vielleicht sehen wir sie aus der Höhe. Ich schiebe Riesenräder. Mechaniken in Perfektion, mathematische Präzision. Ja, fahren wir eine Runde Riesenrad mit unserem Feind? Fragezeichen? Ich sage dir die Wahrheit am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Okay, mit unserem Feind. Jesus hat mich um meine Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? N. Alles in Ordnung? Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Leute beschützen. Während ich kämpfe, flieht ihr von hier. Asankisuke, da ist meine Vision. Ja, schon in gewisser Weise. Falls ihr die Wahrheit spricht, so bin ich erfreut. Also dann, auf meine Zukunftsvision. Ich kann hier und jetzt nicht gegen dich gewinnen, aber damit die Plasma fliehen kann, muss ich dich aufhalten. Okay, Kampf gegen N. Wie er sagte, König von Team Plasma und er hat 4 Pokémon. Fängt mit einem Teddyronce an. Ein recht schwaches Pokémon, aber wir sind halt eindeutig auch in der Unterzahl, muss man auch dazu sagen. So, dann Zauberblatt. Ja, da kommt mit Finte, da muss ich natürlich auch passen. Problem ist halt, dass der Typ. Jetzt hätte ich eigentlich mega sauer einsetzen, da habe ich zu spät dran gedacht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, das Problem ist, dass Roserade noch relativ schwach ist, weil er noch kein einziges Level von uns bekommen hat. Remoraid. Ja, wir kämpfen mal weiter. Jetzt da mal Megasauger ein. Müsste Wasser sein, oder? Ja, eindeutig sogar. So, KP wieder voll, sehr schön. Wunderbar. Und ein Hut, ja, der juckt auch nicht wirklich. Bisher haben wir Glück, er hat nur schwache Pokémon. Bisher zumindest. Kann sich ja jederzeit ändern. Ja, nicht sehr effektiv und ich muss ein bisschen aufpassen mit dem, was ich hier fabriziere. Aber komm, den kriegst du. Den kriegst du, kleinen Roserade, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du das hinkriegst. Sehr schön, gut gemacht. Oh, jetzt kommt Pi, ja gut, das ist natürlich lächerlich hoch 10.
Dann kann ich bis meine KP gleich etwas regenerieren. Mit dem Megasauger. Kann der überhaupt irgendwas? Kann der überhaupt irgendwas einsetzen, das Pi? Der kann auch Zauberblatt, wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warum kann der das Pi Zauberblatt? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der nicht einmal tackeln kann. Pi ist so über alle Maßen lächerlich eigentlich. Aber okay. Okay, das war's für dich, N. Du bist wirklich stark, aber es ist an mir, die Zukunft zu formen. Das ist meine Aufgabe. Dazu werde ich den Champ übertreffen. Ich werde einzigartig sein, keine Niederlagen kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihr Pokémon freizulassen. Ist es dein Wunsch, wie bisher mit den Pokémon zusammen zu sein? Dann erlange alle Orden dieser Region und begib dich zur Pokémon-Liga. Dort kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Aber falls du nicht von ganzem Herzen an deine Idee glaubst, wirst du mich niemals aufhalten können. Okay, der geisteskranke Irre ist komplett durchgedreht. Und wir finden einen X-Angriff. So, aber wie gesagt, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich beende den Part jetzt hier aber auch an der Stelle. Und sag danke fürs Zuschauen. Na komm schon, Speicher. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.